Ich will mich nur von der Wahrheit nähren. Wenn wir ein solches Wort hören, mitten in unserer Zeit, die schließlich alles in Frage gestellt hat, auch denjenigen, der überhaupt fragt oder zu fragen imstande ist, wem fiele da nicht dieses zynische Wort des Pilatus ein? Na, schön und gut, aber was ist denn Wahrheit? Gibt es das? Was ist die Wahrheit des Hiob, der alles verliert, Schlag auf Schlag, der keine Sekunde Zeit hat, um irgendetwas zu verarbeiten? Ich will mich nur von der Wahrheit nähren. Wenn wir in den nächsten Tagen einige Ausschnitte aus diesem langen Buch hören, dann bekommen wir nur einen ganz winzigen Einblick in die mühsame Suche nach Wahrheit, zu der sich Hiob durchfragt, die er durchleidet, wovon er sich da wirklich nähren kann, um am Ende mehr oder weniger ohne Antwort dazustehen, sich einfach nur ergeben kann, dem, der stärker ist, dem allmächtigen Gott, an dem er dennoch festhält. Ich will mich nur von der Wahrheit nähren. Als Christen haben wir es leichter. Wir könnten, wenn wir dann das Wort des Evangeliums ernst nehmen, allein Christus im Blick behalten. So wie er heute den Jüngern bei all ihrem ganzen, bei ihren Maßstäben, die so verschieden sind von denen Jesu. Das fällt heute im Evangelium so deutlich wieder auf. Wenn er ein Kind in die Mitte stellt, wie er selber ein Kind wurde. Ich will mich nur von der Wahrheit nähren, heißt, allein auf Christus zu schauen, nur nach ihm zu fragen, sein Wort zu hören und es anzunehmen, um es zu leben. Ich will mich nur von der Wahrheit nähren, ist ein Wort der kleinen Therese, das sie gesprochen hat. Erstaunlich für eine relativ ungebildete junge Frau mit ihrem kurzen Leben. Ich will mich nur von der Wahrheit nähren. Sie hat, wenn man so will, und deshalb passen die Texte vom Tag heute so gut zu ihrem Gedenktag, sie hat auch ein leidendes Hiob gehabt, in dem sie ganz große, ganz fromme, ganz gewaltige Pläne hatte. Jesus so zu leben, wie es niemand vorher geschafft hat. Und dann den nächsten Schritt zu tun. Die Menschen so zu lieben, wie es niemand vorher getan hat, eben weil es Christus gibt, weil er die Wahrheit ist. Um dann diesen großen Absturz zu erleben. Aus mir heraus, bei allem guten Willen, den ich habe, kann ich das nicht. Unfähig zu sein dazu. All das, was ich im Blick auf die Wahrheit kann, ist mir geschenkt, ist Gnade, ist Nahrung, die die Wahrheit selber aus sich herauslässt und zur Verfügung stellt, wenn man so will. Wie könnte die Kirche heute sich dieser Gnade erneut aussetzen, wenn sie denn all den verschiedenen Devisen, die im Moment so in der Welt herumgeistern, die im Namen der Kirche gesprochen oder von ihr selber über den Äther geschickt werden, wie sehr könnte sie sich erneuern, wenn sie mit der kleinen Therese nachbuchstabierte: Ich will mich nur von der Wahrheit nähren.